Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt haben wir die zukünftigen Koalitionäre, die Verhandler, alle hintereinander heute Morgen hier gehört. Alle haben mehr oder weniger den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz hier zugestimmt. Dann sollte sich doch jetzt am Schluss auch mal die Opposition zu Wort melden. Also das Treffen der Ministerpräsidenten diese Woche, das brachte keine Lösungsstrategie, sondern es hat für mehr Verwirrung und für mehr Unsicherheit in der Bevölkerung gesorgt. Dieser Schnelltest-Hammer, den alle erwartet haben bei diesem Treffen mit dem sogenannten Wundermittel, lässt weiter auf sich warten. Im Laufe der Konferenz hat sich nämlich herausgestellt, dass die als zentral für Öffnungsschritte beschriebenen Corona-Schnelltests noch gar nicht verfügbar sind, weil der Bund noch keine Tests bestellt hat. Dabei wäre es ja auch hilfreich gewesen, wenn alle Ministerpräsidenten einschließlich der Bundeskanzlerin den Unterschied zwischen Schnelltest und Selbsttest gekannt hätten. Die vom Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigte Testoffensive löst sich somit von selbst in Luft auf und damit auch die vielbeschworene Öffnungsperspektive dieses Corona-Gipfels vom vergangenen Mittwoch, meine Damen und Herren. Die Wiedereröffnung des Einzelhandels werden somit wohl um Wochen verschoben, weil erst im April angeblich genügend Covid-Schnell- oder Selbsttest für einen flächendeckenden wöchentlichen Gebrauch bereitstehen. Meine Damen und Herren, es war im Vorfeld der Konferenz schon klar, nicht mehr die Inzidenzzahlen, nicht die Intensivbettenkapazität, nicht der R-Faktor und eigentlich auch nicht die Impfstoffe, die sowieso nicht vorhanden sind, sondern die Schnelltests sollten diesmal für das Ende des Lockdowns sorgen. Darauf müssen allerdings unsere Bürger noch eine geraume Zeit warten. Wenn es dem Ministerpräsidenten mitten in der Konferenz auffällt, dass man die als elementar für die Öffnungsstrategie bezeichneten Schnelltests noch gar nicht bestellt hat, stellt sich die Frage, ob es bewusster Wille der Regierung ist oder schlicht und ergreifend ihre Inkompetenz, meine Damen und Herren. Jetzt stelle man sich noch vor, Ihrer Kanzlerin fällt jetzt ein, dass eine nationale Teststrategie dem europäischen Gedanken der Solidarität widerspricht. Dann wird sie unserem Gesundheitsminister die Handlungskompetenz erneut entziehen und Frau von der Leyen mit der Bestellung von Schnell- und Selbsttests beauftragen. Dann können Sie Ihre Öffnungsstrategie für dieses Jahr vergessen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, dass die Kommunikationsstrategien auf allen Ebenen, ob in der EU, ob in Berlin oder in Baden-Württemberg, nicht funktionieren und dass die Logistikstrategie auch nicht funktioniert, ist inzwischen allen Bürgern hinlänglich bekannt. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das sagte Albert Einstein und es passt sehr gut zu Ihrer Planlosigkeit in der Bekämpfung der Corona-Krise, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt in Ihrer Corona-Plandemie eine neue Strategie entwickelt, die Schnell- oder Selbsttests. Allerdings sollten Sie berücksichtigen, die kosten derzeit noch zwischen 5 und 10 Euro pro Stück. Die Idee an sich, besondere Gruppen wie Lehrer und Schüler vor dem Unterricht zu testen, die finden auch wir grundsätzlich gut. Leider ist Ihre Idee aus Gründen der Logistik und der Umsetzung kaum durchführbar. Haben Sie einen Plan B, Herr Kretschmann? Das ist leider nicht mehr im Haus. Oder Sie, Herr Lucha? Wir haben in Baden-Württemberg ca. 5.000 öffentliche und private Schulen, mehr als 1,5 Millionen Schüler und fast 114.000 Lehrer. Wie und wo sollen diese bitte getestet werden? Haben Sie genügend Tests? Das haben wir ja schon zuvor beantwortet. Das ist nicht vorhanden. Werden diese auch dauerhaft ausreichen? Wissen wir nicht. Haben Sie auch nicht beantwortet.
Welche Produzenten gibt es in Deutschland und in Europa und wie groß sind die Produktionskapazitäten dieser Firmen? Das wissen Sie und wir bis heute nicht. Und anhand des Impfdesasters hätten Sie das eigentlich als erstes jetzt auch mal eruieren müssen, bevor Sie von einer Testkampagne und einer Testoffensive hier sprechen. Wer führt die Schnelltests durch? Und wer bescheinigt die Testergebnisse? Speziell bei Selbsttests. Wer bescheinigt die bei Schnelltests? Ärzte, Apotheker oder am Ende doch der Bürger selbst? Auch unklar. Im Übrigen spricht die Regierung von Testungen, die Minimum einmal pro Woche stattfinden sollten, weil nur bis zu einer Corona-Testung pro Lehrer und Schüler in der Woche kostenfrei sein soll. Soll dies bedeuten, dass die Lehrer und Schüler für die restlichen 4 Tage die Testungen selbst finanzieren müssen? Meine Damen und Herren, was soll diese Strategie denn bringen? Wenn schon, dann sollte man jeden Tag diese Menschen testen und dafür bräuchte man allein für Schulen ca. 10 Millionen Tests wöchentlich. Nur zur Logistik. Ne? Wenn Sie aber noch an weiteren Tests, wenn Sie an weitere Testungen denken, und das tun Sie ja in Ihrem Papier, was Sie vorlegen, zum Beispiel vor dem Besuch im Theater oder einer Shoppingtour, dann kann man hier in Baden-Württemberg von 40 bis 50 Millionen Tests pro Woche sprechen. Was ganz schnell eine 500 Millionen Euro ausmacht oder 2 Milliarden Euro im Monat, über die wir hier sprechen in Baden-Württemberg. Die Frage dahinter, wer wird diese Kosten übernehmen? Die Krankenkassen mit Sicherheit nicht. Werden unsere Bürger diese selbst käuflich erwerben müssen, wie die FFP2-Masken und die Desinfektionsmittel? Übrigens, auch noch nicht in der Debatte einmal vorgekommen, was machen Sie mit den Müllbergen aus Plastik, die infolge dieser Millionen von Schnelltests entstehen? Die Menschen trinken dann zwar ihren Cocktail aus Bio-Nudelstrohhalmen, weil es nachhaltig und gut für die Umwelt ist. Gleichzeitig propagiert die Regierung Plastik-Schnelltests, die später in den Ozeanen dieser Welt schwimmen werden. Das ist ihre Nachhaltigkeit, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Grünen. Kein Plan, keine Logistik und die nächste chaotische Kommunikationsstrategie. Meine Damen und Herren, wie sieht es denn in unseren Nachbarländern aus? In Frankreich, wo die 7-Tage-Inzidenz fast doppelt so hoch liegt wie in Deutschland, sind die Geschäfte und Schulen offen. In Spanien gelten keine nationalen Regelungen mehr für Covid-Einschränkungen. Die 17 autonomen Regionen entscheiden selbst. Doch selbst die strikten Regionen Spaniens erlauben der Wirtschaft mehr als bei uns in Deutschland. In Valencia zum Beispiel mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 450 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sind alle Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. Auch in Polen, wo der Inzidenzwert leicht über dem deutschen lag, wurden Geschäfte in Einkaufszentren sowie Museen, Kunstgalerien seit Anfang Februar wieder geöffnet und seit dem 12. Februar auch Hotels, Pensionen, Kinos und Theater. In Italien sind Bars und Lokale über die Mittagszeit gut gefüllt, in den Innenräumen so genauso wie auf den Terrassen, meine Damen und Herren. Und in Deutschland? Wir sitzen noch heute im Lockdown und nicht, weil der Virus so entschieden hat, sondern weil der Staat nicht gehandelt hat, meine Damen und Herren. Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Das, was Sie am Mittwoch in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen haben, ist kein Öffnungskonzept. Das ist überhaupt kein Konzept. Das unterstreicht nur Ihre Hilflosigkeit im Umgang mit der Pandemie. Sie hatten die Absicht, den Bürgern und den betroffenen Unternehmen Hoffnung zu vermitteln. Herausgekommen ist jedoch mehr Verunsicherung und verstärkte Hilflosigkeit bei allen Beteiligten. Ihr 13 Seiten umfassender Beschluss ist von keinem Bürger mehr nachzuvollziehen und hat einen erheblichen Erklärungsbedarf. So zum Beispiel die Frage des kreisüberschreitenden Umgangs bei unterschiedlichen Inzidenzzahlen. Sprich, in einem Kreis hat der Einzelhandel geöffnet und im anderen aufgrund höherer Zahlen geschlossen. Hier schreiben Sie in Ihrem Beschluss, dass sich die beiden Kreise ins Benehmen setzen sollen. Ja, haben wir anzunehmen, dass Sie Grenzkontrollen zwischen unseren baden-württembergischen Kreisen einführen wollen.
Meine Damen und Herren, Sie spalten unser Bundesland in Kreise mit allen Grundrechten und in Kreise mit eingeschränkten Grundrechten. Meine Damen und Herren, die EU will übrigens noch im März einen EU-Gesetzentwurf für einen europäischen Impfpass, den sogenannten digitalen grünen Pass für Corona-Geimpfte, vorlegen. Wenn der schon vorliegt, dann ist es noch schlimmer, dann ist er fast umgesetzt. Mit dieser Vorgehensweise werden unsere Bürger in zwei Klassen geteilt, in Geimpfte und Ungeimpfte. In die, die ihre Rechte zurückbekommen und die, die immer noch nicht an dem öffentlichen Leben teilnehmen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, die AfD wehrt sich strikt gegen alle solche Bestrebungen. Mit aller Macht werden wir da dagegen kämpfen. Wir haben mehrmals die Vorgehensweisen auch hier im Parlament stark kritisiert, weil wir dabei die große Gefahr für unsere Demokratie sehen. Die Gefahr für unsere Grundrechte, die unseren Bürgern beschnitten werden, die Grundrechte, die jedem zustehen, weil diese nicht verhandelbar sind, meine Damen und Herren. Weder Brüssel, Berlin noch Stuttgart hat das Recht, unsere Gesellschaft zu spalten, eine Zweiklassengesellschaft einzuführen in Geimpfte und Ungeimpfte. Alle Menschen in unserem Land müssen mit Respekt behandelt werden. Alle Menschen müssen die gleichen Rechte haben und die gleichen Freiheiten genießen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, weder die Bundeskanzlerin, die EU-Kommissionspräsidentin, noch Sie, Herr Ministerpräsident, auch nicht der Verfassungsschutz, wie wir seit einigen Minuten wissen, steht über dem Gesetz und über unserer Verfassung. Daher dürfen Sie nicht über die Rechte und Freiheiten der Menschen entscheiden, diese beschneiden, entziehen oder selbst regeln. Wer welche zu welchem Zeitpunkt zurückbekommt oder wer nicht. Wissen Sie warum? Weil unsere Verfassung diese Rechte schon geregelt hat. Und zwar ohne Teilung der Gesellschaft in mehrere Gruppen. Die Rechte und Freiheiten stehen jedem in diesem Lande zu. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat es so formuliert, und das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben, und speziell die Regierung: Das Grundgesetz ist kein Poesiealbum für Wünsche, es ist eine Leitlinie für das Staatswesen, ähnlich wie die 10 Gebote, meine Damen und Herren. Wir haben uns als AfD-Landtagsfraktion, auch als AfD-Partei, von Anfang an gegen diese Lockdowns ausgesprochen. Mit unserem heutigen Entschließungsantrag zu einem realistischen und bürgernahen Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus und der zügigen Beendigung des Lockdowns haben Sie mit Ihrer Zustimmung die Möglichkeit, konsequent zu handeln und den Bürgern ihre Grundrechte zurückzugeben, meine Damen und Herren. Wir fordern, dass die Betriebsuntersagungen in den Stadt- und Landkreisen aufgehoben werden, in denen die pandemiebedingte Belastung der Intensivbettenkapazität auf unter 20% der Covid-19-Patienten im Wochendurchschnitt gesunken ist. Apropos Intensivbettenkapazitäten. Aktuell beschäftigen uns Schlagzeilen wie folgende, ich zitiere Focus Online vom 4. März, Zitat, Ärzte besorgt über viele Covid-Patienten mit Migrationshintergrund, Kliniken starten Aufklärung. Oder Bildzeitung vom 3. März, ich zitiere, Corona, hoher Anteil der Intensivpatienten hat Migrationshintergrund. Und dazu ein Zitat vom RKI-Chef Lothar Wieler, ich zitiere, das Ganze hat für Berlin Auswirkungen. Das ist ein echtes Problem. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, beispielsweise in der Schweiz oder in Österreich berichten die Medien über eine überdurchschnittliche hohe Zahl, 70% der belegten Intensivbetten durch Corona-Patienten mit Migrationshintergrund. Davon hat noch im Dezember 2020 die Basler Zeitung berichtet. Der österreichische Intensivmediziner Burkhard Gusthoff
bestätigte diesen Trend und erklärte, dass in seiner Wiener Klinik rund 60% der Corona-Intensivpatienten Menschen mit Migrationshintergrund waren. Ich darf doch jetzt fortfahren in meiner Rede, dann werden Sie wissen, was ich damit sagen will. Das wird Ihnen nicht gefallen. Warum hören wir in Deutschland über dieses Problem nichts? Woran liegt es überhaupt? Wenn wir es nicht vorbringen würden, würden wir keinen Ton über diese Themen hier hören. Warum hören wir nichts über diese Probleme? Das will ich Ihnen sagen. Woran liegt es überhaupt, dass diese Gruppe von Menschen auf den intensivmedizinischen Stationen landet? Die Corona-Verordnungen der Regierenden sind schon für Muttersprachler unverständlich und verwirrend. Haben die Migrationsbeauftragten des Landes hier eventuell versagt, Herr Lucher, über 200 Migrationsbeauftragte hier in Baden-Württemberg? Da müssen Sie mal erklären, was Sie in der Aufklärung für diese Menschengruppe, was Sie da getan haben. Augenscheinlich haben Sie da nichts erreicht. Ihre Kommunikationsstrategie hat auch in diesem Bereich komplett versagt, meine Damen und Herren. Unser Gesundheitssystem, und das ist die AfD-Position, ist die einzig tolerierbare Messgröße in dieser Pandemie, meine Damen und Herren. Hören Sie auf mit Ihren Inzidenzzahlen und mit Ihrem R-Faktor, mit Ihren Teststrategien. Impfstoff haben Sie nicht beschaffen können. Schauen Sie auf die Zahlen, die unser Gesundheitswesen tatsächlich verkraften kann. Und hier möchte ich an dieser Stelle mit der Aussage von der Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, abschließen. Ich zitiere: Wir dürfen nicht mehr auf die Inzidenzzahlen starren. Wir müssen mit dem Coronavirus leben. Zitat Ende. Und meine Damen und Herren, das sagt die AfD hier seit Monaten. Seit Monaten. Hören Sie auf solche Zahlen zu starren und akzeptieren Sie endlich, dass wir einen neuen Virus in dieser Welt haben, wie alle anderen Grippeviren auch. Wir werden den nicht besiegen, wir müssen mit ihm leben, aber wir wollen in Freiheit mit ihm leben und nicht in dieser Situation der Gefangenschaft und der Aussetzung von Grundrechten. Und deshalb, wenn Sie wirklich an eine Zukunft eines normalen Lebens in diesem Land hier glauben, in diesem Bundesland, in diesem schönen Bundesland, dann stimmen Sie unserem Antrag zu. Ich bin davon überzeugt, eine Großzahl der Wähler wird es nicht nur uns, sondern vielleicht auch Ihnen danken. Vielen Dank.